Nichts Besonderes. Das waren alles Sachen von unserem Freund Johannes, die er mir vermacht hat. Naja, der ist im Altenheim so grausam gestorben, weil die haben den da einfach so vernachlässigt. Das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte. Ja. Der ist auch saniert worden bei ihm im Haus und da haben die Kinder ihn nicht übernehmen können. Da ist er in so ein Pflegeheim gekommen. Und dann, Sie wissen ja, wie das funktioniert. Da geht alles nach, da ist keine Zeit für ein freundliches Wort. Da ist keine Zeit, um sich mit jemandem zu unterhalten. Also essen, schlafen, aufstehen, am besten noch kacken. Da geht alles nach Zeitplan. Und da ist er eingegangen wie so eine Primel. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem haben wir also wirklich alle richtig Angst, dass es uns so ähnlich ergehen kann, weil mit der Sanierung, das steht ja vor der Tür. So ist das. Und jetzt kommen wir wieder auf die Sache zurück, Herr Schmid. Was waren das konkret für Gegenstände, für die Ihnen der Zeuge Höxler dieses Konto eingerichtet hat? Da muss ich Irrtum vorlegen. Ich habe kein Konto in Höxler. Ein Online-Konto eingerichtet, ja. Der Zeuge Höxler. Ja. Ach so. Was wollten Sie denn da so versteigern? Für was für Gegenstände? Ach, ja, so alte Sachen. Eine alte Taschenuhr, ein Schweizer Klappmesser und so ein paar olle Bilder. Wissen Sie, so olle Schinken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Ja, ich dachte mir, es gibt vielleicht ein paar Leute, die sich dafür interessieren. Wa? Wie kam man so jetzt auf die Idee, das alles online zu verkaufen? Geht man da nicht so zu Second-Hand-Geschichten oder Flohmärkte oder so? Ach nee, also mit Flohmärkten, das ist man nicht. Da den ganzen Tag in der Kälte stehen, kalte Beine holen, ach und dann vielleicht für Nulle Wehr? Nee, das ist nicht für mich. Ja? Ich habe ja auch kein Auto. Wie sollte ich denn so eine Sache da alle hinkriegen? Aber da ist das Internet. Das ist was Modernes, wa? Ja, und bequem. Da kann man so schön im Sofa sitzen, eine Tasse Kaffee trinken. Na ja, und dann kickt man eben zu, wie die da bieten, wa? Finde ich gut. Also ein bisschen kriege ich richtig Lust drauf, Herr Schmid. Deshalb stellen Sie uns doch sicherlich auch gerne mal die Zugangsdaten zu Ihrem Online-Konto zur Verfügung, damit wir mal schauen können, was Sie da alles so im Angebot drin hatten oder haben. Oh, jetzt bringen Sie mir aber in Verlegenheit, ja. Ja, also. Ja, das ist unsere Aufgabe, Herr Schmid. Es geht schneller, wenn Sie uns einfach mal sagen, den Namen des Online-Auktionshauses und Benutzername und das dazugehörige Passwort. Ja, ich habe mir das ja auch irgendwo aufgeschrieben, aber wissen Sie, ich bin in letzter Zeit aber wirklich ein bisschen vergesslich geworden. Ja, das ist mir jetzt was Sie nicht entfallen. Sagen. Sie konnten sich eben aber super gut an diese Gegenstände erinnern, die Ihnen hinterlassen worden ist. Das ist so ein bisschen plötzlich Ihr Gedächtnisverlust. Müssen wir einen Spezialisten hinschicken zu Ihnen nach Hause? Also den Namen von dem Auktionshaus weiß ich noch. Das war schnäppchenkalle.de. Und ja. Der Benutzername von dem Rudolf war Rudolfo mit PH. Aber das Kennwort habe ich leider nicht. Das ist doch schon mal was. Das Kennwort fällt Ihnen doch bestimmt wieder ein, Herr Schmid. Oder? Sonne 1, 2, 3, oder was haben Sie sich ausgedacht? Ich sage Ihnen doch gerade, ja. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, aber direkt das will mir jetzt einfach nicht einfallen, ja. Herr Schmid, jetzt werden wir mal ein bisschen ernsthaft miteinander. Ich glaube in Ihrem Fall einfach nicht an einen Gedächtnisverlust. Ich möchte Sie an die Wahrheitspflicht erinnern. Ja? Zur Wahrheitspflicht gehört hier eine vollständige Aussage, sonst macht man sie strafbar. Sei denn, man belastet sich, dann kann man schweigen. Nur lügen darf man zu keiner Zeit. Ich meine, wenn das ja wirklich nur die Sachen Ihres verstorbenen Freundes Johannes gewesen sind, dann haben Sie doch gar nichts zu befürchten. Es sei denn, das Online-Konto wurde benutzt, um zahlreiche, sagen wir mal, Elektrogeräte zu versteigern. Ich meine, wenn Sie uns das Passwort nicht sagen können, dann gehen wir ans Auktionshaus heran und die überprüfen einfach Ihre Versteigerung. Hm? Ja, wenn Sie mir natürlich so Rudolf, kommen, sag, dann... Sag nichts, Rudolf. Du hast gehört, die Richterin hat gesagt, du brauchst dich nicht selbst zu belasten. Sag nichts. Ach, das geht aber mit dem Aufspringen geht das ja noch einigermaßen ganz gut. Da scheinen Sie doch ein bisschen rüstiger zu sein, als Sie uns das hier haben glauben machen lassen, oder nicht, Frau Pratsch? Ja, manchmal klappet. Manchmal klappet. 48 Mal am Tag klappet. Ich bin auch immer wieder überrascht, was so eine Verhandlung zutage fördert. Die eine braucht keine Gehhilfe mehr und bewegt sich ja ganz gut. Und der andere wird extrem partiell vergesslich. Frau Richter, ich glaube, der Rudolf, der ist schon ein bisschen vergesslich. Der kriegt, glaube ich, Alzheimer.
Ja, Spezial-Alzheimer nennt man das. Das betrifft Passwörter zum Beispiel und was man im Internet versteigert hat. Sagen Sie mal, gehört eigentlich dieser ganze Club da, der 65er da hinten zusammen? Sind Sie irgendwie alle an diesem Diebstahl beteiligt gewesen? Das möchte ich mir doch aber sehr verbitten. Ich habe mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun. Die wollten mich ja nicht dabei haben. Hätte ich dir doch bloß nichts gesagt. Du kannst ja überhaupt nichts für dich behalten, du. Wie bitte ich? Du bist doch das Kölner Tageblatt, was sich über alles und jeden das Maul zerreißt. Ja, sag mal, willst du uns jetzt hier in die Pfanne hauen? Oder bist du ja der anonyme Anrufer gewesen? Kann das Sinn? Oh nein. Weil du nicht dabei warst. Was? Ihren Vornamen weiß ich schon, Frau Hilde. Wie ist der werte Nachname? Mein Name ist Riedel, Hildegard Riedel. Riedel. Frau Riedel, sind Sie die anonyme Anruferin bei der Polizei? Hey. Denn es war eine Frauenstimme, die auch aufgezeichnet ist, Frau Riedel. Ja. Das gibt's ja da nichts an. Also, Hilde, wie konntest du uns das antun? Was haben wir dir getan? Ihr wolltet mich doch nicht dabei haben. Ihr habt nur an euch gedacht. Und ich habe immer gedacht, wir sind Freunde. Oh. Das habe ich mir jetzt auch geglaubt. Du Verräterin, du. Fass mich nicht an. Wobei wollten die anderen Sie nicht dabei haben, Frau Riedel? Na, bei dieser ganzen Sache. Hilde, das stimmt so nicht. Du mit deiner dollen Beamtenpension, du hast ja keine Sorgen, wenn hier mal saniert wird. Du nicht. Abwarten. Also würdest du die Wahrheit wissen, wir wären dann zu viele geworden. Wir waren doch schon vier. Na also, Frau Pratsch, jetzt haben Sie doch zugegeben, dass Sie zumindest mit drin hängen. Jetzt machen Sie doch mal reinen Tisch und reden hier Tacheles. Ja, also der Plan war von mir. Und wir und ich und die anderen haben halt mitgemacht. Ich hab's überredet. Wie kommt man dazu, in so kurzer Zeit so eine Menge zu stehlen? Ach, das war eigentlich ganz einfach, ja. Also, so kompliziert war das ja nicht, ne? Aha. Nee, na, wir sind halt eben immer abwechselnd reingegangen. Jeder hat immer Schmiere gestanden, wa? Ja, dann haben wir natürlich auch, sind ja nicht immer mit der gleichen Bekleidung reingegangen, wa? Das wäre sofort meine Frage gewesen. Das muss man doch eigentlich merken, wenn man die ganze Zeit da die gleiche Rentnergang da irgendwo durch die Gegend schiebt mit den Trolleys. Naja, so doof waren wir ja nur wieder nicht, wa? Wir haben wenigstens uns immer wieder mal was anderes angezogen. Ein Kopftuch oder ein Hut oder eine Mütze, andere Jacken und so, wa? Also, und da ist das bei dem Gedränge ja nicht aufgefallen, ja? War ja eigentlich ganz einfach. Also wir müssen dann von 12 schweren Bandendiebstählen ausgehen. Das muss ich Ihnen mal sagen. 48 Geräte sind gestohlen worden. Ich bitte um entsprechenden richterlichen Hinweis, Frau Vorsitzende. Kann ich ja auch. Ja, das Protokoll hat schon aufgepasst, nimmt das zur Kenntnis. Nur dann hat Ihre Enkelin vorhin aber irgendwo gelogen. Denn ich meine, das Stehlen beginnt am 28.12. Da muss doch das Diebesgut schon in der Wohnung gewesen sein. Ich habe wirklich nichts gesehen. Nein, die Enkelin hat nicht gelogen. Wir haben das zwischenzeitlich bei Rudolf deponiert. Und warum hat man es dann da hingebracht? Bei mir ging das nicht mehr. Ja, das war zu. Wohnung ist zu klein. Wäre zu auffällig geworden. Und, ja, dann, bei ihr war das Zimmer ja leer. Ja, und da konnte man das gut unterstellen. Ja, da kann man ein Lager eröffnen. Und dann sollten die Geräte also online verkauft werden? Ganz modern, wie sie sind, und der Gewinn sollte geteilt werden. Naja, natürlich. Wir waren ja alle in der Sorge und in der Angst, dass wir nachher die Mieten nicht mehr bezahlen können und Ohren fallen müssen. Und Kredit oder so? Das kriegen wir doch ja nicht mehr als Rentner bei der Bank. Ich weiß. Ja, das ist es doch. Ja, war nicht richtig. Ja, Mensch, Oma, aber du kannst uns doch nach Geld fragen. Wir hätten dir doch was gegeben. Du brauchst doch nicht klauen dafür. Und ins Heim werden wir dich auch nicht abschieben. Ja, Kind, das hört sich alles so einfach an, aber wenn die Situation da ist, dann läuft manches Ding anders. Ihr mögt es gut meinen, aber erstens wollte ich ja gar nicht raus. Ich bin ja da verwurzelt in der kleinen Wohnung. Und du darfst nicht vergessen, der Opa war ja auch mit mir so lange da drin. Ne? Und außerdem habe ich ja die Freunde auch hier. Ich weiß auch, dass das nicht die beste Idee ist, aber zumindest war nicht meine Idee, aber wir haben wenigstens ein kleines bisschen versucht, uns aus der
prekären Situation zu befreien. Ja. Noch Fragen an den Zeugen? Nein, danke, Frau Vorsitzende. Bleibt als Tatverdächtiger unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz, Herr Schmidt. Werden Anträge gestellt? Schließlich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, Reue und Einsicht sieht anders aus. Der demografische Wandel macht sich in Deutschland bemerkbar bei den Rentenversicherungssystemen und jetzt auch im Gerichtssaal. Ich habe langsam den Eindruck, das Top-Thema der nächsten Jahre ist nicht mehr Jugendkriminalität, sondern Alterskriminalität, wenn die so zunimmt. Das müssen ja keine Rentnergangs sein, die da marodierend und brandschatzend durch die Gegend ziehen. Aber ich stelle doch durchaus mal fest, dass da Straftaten begangen werden mit einer Schuspe und mit einer, ach ja, mein Gott, was sollten wir denn machen? Sowas hat es früher nicht gegeben. Früher war das anders, das sage ich Ihnen. Das sind schwere Bandendiebstähle gewesen. Da ist eine Mindeststrafe von 1 Jahr zu verhängen pro Fall. Sie hängen in 12 Fällen mit drin, Frau Pratsch. Sie sind eine Verbrecherin. Machen Sie sich das doch bitte klar. Ich beantrage, die Einsatzstrafe von 1 Jahr hier zu nehmen und beantrage angesichts des recht hohen Schadens, wir reden von einem Diebesgut in Höhe von über 7.000 Euro aus, 1 Jahr und 6 Monate zu verhängen. Es ist nicht Ihre erste Tat, zur Bewährung auszusetzen, aber dann wird es eng. Und dann müssen Sie aus Ihrer Wohnung raus, wenn Sie so weitermachen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin Kling. Frau Vorsitzende, Herr Staatsanwalt, Herr Schmid hat es doch gerade auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir waren alle so in Sorge und so in Angst. Und es war tatsächlich so. Die alten Herrschaften hatten Existenzängste. Die Wohnungen sollten saniert werden und damit war klar, die Mieten würden steigen und der Weg ins Altersheim wäre wahrscheinlich vorprogrammiert gewesen. Und dann haben sie zu dem Strohhalm gegriffen. Ja, der Ihnen noch blieb, um Ihre Existenz zu sichern, sicherlich der aller falscheste Weg, das wissen Sie auch, aber Sie haben eben diesen Diebstahl begangen. Ich bitte aber zu berücksichtigen, dass die Motivation für diese Tat tatsächlich eine Angst um ein würdiges Leben im Alter und nicht im Altersheim war. Und daher bitte ich doch um eine deutlich mildere Strafe. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja. Frau Richter Berlin-Klingenberg, Frau Pratsch, Sie haben das letzte Wort. Ich habe keine Worte mehr. Wäre schön, wenn es anders ausgegangen wäre. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen schweren Bandendiebstahls in 12 minderschweren Fällen zu der Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Frau Pratsch, das letzte Wort war nun wirklich sehr speziell, möchte ich mal sagen. Man hat es völlig bis hier gespürt, wie sehr Sie es bedauert haben. Aber nicht, dass Sie die Tat begangen haben, sondern dass Sie dabei erwischt worden sind. Man hätte das Geld ja sehr gut brauchen können. Ich verstehe das. Ich verstehe auch die Angst. Und ich weiß auch, dass man bei Banken nichts kriegt. Nur, was man noch machen kann und was ältere Herrschaften oft nicht tun, weil sie sich schämen, aber das ist falsch, zum Sozialamt rennen und Wohngeld beantragen. Das heißt, wenn man, da muss man aus den Wohnungen nicht raus, dann wird einem auch da weitergeholfen. Nur wie auch immer, bitte, nicht schon wieder 48 Elektrogeräte, ja? Und die da hinten, die Herrschaften, können sich jetzt schon mal auf das Strafmaß hier auch einstellen. Das wird so für alle verteilt werden. Das heißt aber, wenn man noch mal was macht, ist das ein Bewährungsverstoß, ja? Also die Richtung muss eine andere werden, das ist zu teuer. Das Ding ist ein Verbrechen, ein Bandendiebstahl. Und damit hat man die hohen einzelnen Strafen. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Rudolf Schmid, Adolf Menzel und Inge Krause wurden wegen schweren Bandendiebstahls zu Gesamtfreiheitsstrafen von jeweils 1 Jahr auf Bewährung verurteilt.